Moin und Aloha, ihr Lieben. Wir berichten hier heute live aus den Edson Hills, denn heute ist es endlich soweit. Unser ILO-Hochbeet ist da im neuen Look mit neuem Schild. Und Mathis von Floragard, der zeigt gleich Marlina und Ann-Christine, wie man so ein Hochbeet am besten befüllt. Und ihr bleibt auf jeden Fall dran, denn am Schluss gibt es auch noch was zu gewinnen. Mathis, schön, dass wir uns wiedersehen. Hallo. Und du hast uns ja hier ein bisschen was mitgebracht und bepflanzt mit uns oder bereitest mit uns beiden das erste Mal, für dich auch das erste Mal, oder? Ja, für mich ist es auch das erste Mal. Ein Hochbeet vor. Ja, ich gebe mein Bestes. Ja, also ein Hochbeet besteht in der Regel aus drei Schichten. Wir haben einmal eine Grundfüllung, die ist für die Drainage zuständig, damit das Wasser besser ablaufen kann. Dann kommt die zweite Schicht mit Kompost, das soll das Hochbeet wärmen. Und obendrauf kommt dann bei uns die Floragard Bioerde Lecker. Da kann man die einzelnen Saaten dann einpflanzen oder auch ganze Pflanzen. Und dann würden wir jetzt einfach, glaube ich, mal damit anfangen, das zu befüllen und fangen mit der Hochbeet-Grundfüllung an. Das war Schicht Nummer 1, jetzt kommt Nummer 2. Der Kompost. So, jetzt kommt lecker rein. Lecker, lecker, miam, miam. Wofür ist eigentlich die Folie da? Die Folie, die wird mitgeliefert. Die tackert man in das Hochbeet rein. Die schützt das Hochbeet vor Nässe. Und unten macht man dann kleine Schnitte in die Folie rein, damit beim Gießen das Gießwasser durchlaufen kann und keine Staunässe entsteht. Ja, ist gut. Ganz fertig sind wir ja noch nicht. Ihr habt uns ja hier noch was Schönes mitgebracht. Genau, ich habe noch zwei kleine Samensets mitgebracht. Einmal für Gemüse und einmal für Kräuter. Wir haben uns ja schon ein paar Sachen rausgesucht, die wir einpflanzen können. Zum Beispiel Radieschen oder Basilikum. Und ich würde einfach mal sagen, die setzen wir dann einfach schon mal ins Hochbeet. Wir brauchen eine kleine Saatrille. Dafür habe ich hier einen kleinen Stock. Den ziehen wir einfach einmal so durchs Hochbeet und dann können die Samen da rein. Wir haben ja jetzt hier schon ein bisschen was ausgesät. Aber man kann doch bestimmt auch fertige Pflanzen reinpacken, oder? Kann man auch. Und dafür haben wir eine kleine Überraschung. Wir haben nämlich Gerd von den Blumenboten Ollenburg dabei. Moin! Hey, moin! Moin. Schöne Überraschung. Ja, ganz gut. Was hast du denn da Schönes mitgebracht? Ich habe euch eine schöne Mischung an Kräutern und bienenfreundlichen Pflanzen für euer Hochbeet mitgebracht. Willst du das hier abstellen? Ja, kann ich hier mal hinstellen. Wo wir das hinpacken. So, also ich habe euch verschiedene Kräuter mitgebracht. Hier so ein Rosmarinstämmchen beispielsweise. Ein bisschen in den Hintergrund setzen. Beispielsweise, dann haben wir noch ein bisschen Oregano dabei, schön. Der eignet sich auch super, ne? Auch gerade ein bisschen platzsparend, wenn wir den Rosmarin als Hochstamm haben, kann man Oregano da ein bisschen drunter setzen. Dann haben wir hier noch eine Balkontomate, das ist eine kleine Tomate, die klein bleibt, kleine Früchte bildet, ne? Mhm. Auch immer zum Snacken, zum Naschen ganz nett. Das höre ich gerne. Genau. Dann noch eine Erdbeere, auch immer ganz nett. Schön. Die man so immer an den Rand setzen kann. Ne? Die muss so ein bisschen rüberranken, dass die Früchte sich dann gut bilden. Ja, genau. Dann haben wir noch so ein paar bienenfreundliche Pflanzen. Einmal so eine Skabiose. Schick. Ne? Die blüht den ganzen Sommer durch. Ist auch eine Staude, kommt jedes Jahr wieder. Und was haben wir denn noch? Dann haben wir hier noch eine Goldmarie. Das ist zwar jetzt nur eine einjährige Sommerblume, aber super beliebt bei Bienen. Ne? Die wird da super, weil gerade durch die offenen Blüten, die Pollengefäße, da kommen die Bienen gut ran, finden super Nahrung. Mhm. Und ja, dann noch ein Lavendel. Bitteschön. Danke. Und als letztes noch eine Glockenblume, eine Campanula. Ja, schöne Mischung. Die auch immer sehr beliebt ist bei den Bienen. Gucken, haben wir noch Platz? Könnten wir hier vorne noch mit hinsetzen? So, haben wir schöne bunte Mischung. Alles so, klar. Jetzt haben wir es ja hier oben liegen. Müssen wir jetzt einfach nur Erde draufpacken und dann war es das? Oder? Erde draufpacken. Genau. Ja, du hast hier einen super Gartenprofi neben dir stehen. Ich habe gar keine Ahnung. Alles klar. Nee, eigentlich habt ihr das Hochbeet ja soweit vorbereitet. Das ist ja pflanzfertig. Das heißt, ihr könnt euch jetzt, wenn wir die Pflanzen so arrangiert haben, wie wir sie einpflanzen wollen, ganz einfach ein Loch graben quasi und die Pflanze einsetzen. Ne? Also wichtig ist immer, dass die Pflanze so ungefähr, wenn das der Topfballen ist, dass sie so auf Topfballenhöhe eingepflanzt wird. Ne? Musik.
man kann das so ein bisschen, damit die Pflanze ein bisschen besser anwachsen, kann man die Wurzelballen unten noch mal so ein bisschen, das haben wir bei der jetzt gerade nicht gemacht, aber können wir gleich sonst mal rausnehmen, ein bisschen die Wurzelballen unten anreißen. Dann bilden sich die Wurzeln besser aus und wachsen schneller in die neue Erde ein. Ja. Sehr schön. Ja, vielen lieben Dank. Gern geschehen. Viel Spaß mit den Pflanzen. Danke. Dankeschön. Alles klar. Ciao. Ciao. Ja, mega cool aus hier bei euch. Ihr wart ja richtig fleißig. Auch vielen Dank, Mathis, dass du das so toll erklärt hast. Jetzt wissen wir alle, wie so ein Hochbeet perfekt befüllt und auch bepflanzt wird. Und wir haben euch ja versprochen, wir haben nämlich noch eine Überraschung. Denn dieses mega coole Hochbeet-Set verlosen wir an eine Grundschule bzw. Klasse oder auch für die ganze Schule als Projekt. Inklusive Erdenfüllung natürlich, inklusive Bank auch, die wir euch gleich nochmal zeigen. Und ja, für euer, sag ich mal, Schul-Gardening-Projekt. Ne? Und wir freuen uns natürlich mega. Ihr könnt euch bei uns bewerben per Mail. Wir schreiben das alles nochmal in den Beitrag per Kommentar oder auch was basteln und uns was per Post schicken. Wir freuen uns drauf. Und ja, ich würde sagen, wir gießen allein noch mal so ein bisschen. Den Tipp hatte Gerd uns ja noch gegeben und wünschen euch jetzt erstmal noch einen ganz, ganz schönen Tag.